Am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, eröffnen wir die heilige Karwoche. Durch die Corona-Krise beschränken wir uns heuer auf den engsten Kreis bei der Feier in der Kirche. Palmsonntag bedeutet einerseits Freude darüber, dass Jesus seinen Einzug nach Jerusalem hält, dass er sich als König zu erkennen gibt und sein Reich errichtet. Palmsonntag heißt aber auch hören auf die Leidensgeschichte Jesu, hören, wie er stirbt. Diese harten Gegensätze weisen uns darauf hin, von welcher Art sein Königtum ist. Es geht ihm nicht um Triumph und Jubelrufe, sein Thron ist das Kreuz. Wenn ich sage, dass sich Jesus als König zu erkennen gibt und sein Reich errichtet, dann denke ich besonders an die Stelle im Johannesevangelium vom Einzug Jesu in die Königsstadt Jerusalem. Johannes schafft die tiefsten Geheimnisse Jesu zu erleuchten und zu erklären. Für seine Erklärungen schöpfte er Kenntnisse aus prophetischen Aussagen des Alten Testamentes. In Jesus sieht er Erfüllung der Verheißungen, die an die Propheten ergangen sind. Beim Einzug Jesu nach Jerusalem zitiert Johannes den Propheten Zacharia. Fürchte dich nicht, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Esel. Wenn Johannes spricht, dass Jesus zum Besteigen seines Königsthrons mit einem Esel reitet, nicht mit einem Pferd, wie es sich einem König gebührt, dann will er damit sagen, welche Art von Herrschaft Jesus vertritt. Er ist der König des Friedens auf eine ganz neue Art und Weise. Zacharia schreibt diese Worte, als Alexander der Große fast die ganze damalige Welt erobert hat. Viele waren sehr beeindruckt von seinen Strategien. Er hat eine Einheit in die Welt gebracht, aber mit der Hilfe von Waffen und Gewalt. Zacharia, der dieses Buch schreibt, sagt, nicht Alexander, sondern Gott unterwirft seine Macht alle Völkern, aber nicht mit Waffen und Gewalt, sondern auf dem Weg der Demut und Hingabe wird Gott Jerusalem und alle Nationen eine Sicherheit geben, die niemand mehr zerstören kann. Zeichen dieser Herrschaft Gottes wird ein König, ein Messias sein, der sein Amt in Jerusalem demütig auf einem Esel reitend eintrifft. Ein Esel, ein bescheidenes Dienertier, zeigt den Messianismus dessen, der sanftmütig und demütig ist. Denn Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Jesus, königliche Würde, wird sich in dem zeigen, wie er seinen Leidensweg geht. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Er wurde geschlagen, aber er schlägte nicht zurück. Damit überwindet er die Gewalt. Er lauert nicht, sondern dient. Übt keine Gewalt aus, sondern liebt. Verurteilt nicht bis zum Tode und schließlich gibt er sein Leben hin. Jesus
offenbart seine Herrlichkeit am Kreuz. Er stellt unsere Konzepte in Frage. Er bringt einen neuen Stil der Beziehung unter uns Menschen. Mit Jesus wird eine Welt der liebenden Menschen errichtet, die sich gegenseitig dienen und solidarisch gegenseitig stützen. Wie auch der Apostel Paulus an die Philipper schreibt: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ist die Haltung Jesu möglich? Durch die Auferstehung Jesu und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist diese neue Weltordnung möglich geworden. Die Quelle der Kraft ist die Anbetung Jesu, die uns hilft, die Heilige Schrift zu verstehen und die Haltung Jesu anzunehmen und zu leben. Er befähigt einen jeden, der an ihm glaubt, Menschen des Friedens zu sein, eine neue Ordnung der Liebe und Solidarität mit ihm einzuführen. Wir treten nun in die Heilige Woche ein. Legen wir mindestens für diese Woche alle Waffen nieder. Worte, mit denen wir die anderen einschüchtern, verletzen. Haltungen, die die anderen unterdrücken. Stellen wir uns auf der Seite Jesu.